Der Grünrucken muss runter. Teamarbeit beim Lohnunternehmen Fürsch und Agrat Höbbe. Wir sind in der Nähe von Hammelburg in Unterfranken unterwegs. Heute muss der Grünrucken geerntet werden, damit der Mais in ein paar Tagen gesät werden kann. Diese Aufgabe teilen sich die beiden Unternehmen Fürsch GbR und Agrat Höbbe. Zusammenarbeiten, das ist unser Credo, wie uns Tobias Attensberger, Chef vom Lohnunternehmen Agrat Höbbe, erzählte. Andreas Fürsch ist hier mit einem Case Puma 220 CVX angerückt. Angebaut die Krone Butterfly Mehrwerkskombination, bestehend aus dem EasyCut F320 CV an der Front und dem EasyCut B870 CV am Heck. Der Puma macht hier eine gute Figur. Mit seinem 6,7 Liter Sechszylinder Aggregat bekommt der Schlepper 220 PS Leistung zur Verfügung gestellt, was die Mehrwerkskombination in Schwung versetzt. Die insgesamt 42 Messer sorgen hier für einen reibungslosen Schnitt und mit einer Arbeitsbreite von 3,20 m an der Front und 8,70 m am Heck sind in der Stunde bis zu 10 Hektar bei einer guten Flächenstruktur machbar, wie uns Andreas erzählte. Je nach Kundenwunsch kann das Mähgut einfach nur abgelegt oder durch den Bandschwader am Heck des Mähwerkes zu einem ordentlichen Schwad zusammengeführt werden. Ein Riesenvorteil der Bandschwader ist, dass das Mähgut nicht mehr über den Boden gezogen werden muss und somit Verunreinigungen im Futter durch Erde, Steine oder andere Verschmutzungen so gut wie ausgeschlossen sind. Somit ist eine Top-Futterqualität gewährleistet. Des Weiteren kann ohne einen weiteren Arbeitsschritt gleich der Häcksler oder wie in unserem Fall ein Ladewagen eingesetzt werden. Hier kommt jetzt das Unternehmen Agrat Höbbe zum Einsatz. Mit einem Krone RX400 Ladewagen am John Deere 6250R Ultimate Edition. Ein Schlepper, den man auch nicht alle Tage vor die Linse bekommt. Der Traktor sticht einem direkt ins Auge und sorgt mit seiner Optik auch immer wieder für Gesprächsstoff, wie uns Tobias erzählte. Der 6250R Ultimate Edition kommt hier mit einem 6,8 Liter Sechszylinder Aggregat an den Start und bringt damit 300 PS auf die Piste. Damit der Fahrer auch Spaß an der Arbeit mit dem Schlepper hat, gibt es neben GPS und RTK auch eine Vollausstattung in der Kabine. Da macht man doch gerne mal ein paar Überstunden, meinte Tobias. Um die gute Futterqualität mit in Silo zu bringen, nutzt das Unternehmen Töppe hier einen Krone RX400 Ladewagen. Mit einem Wassermaß von 40 Kubikmeter und einem Pressmaß von 80 Kubikmeter bekommt man auch gut was weg. Und damit auch alles im Silo ankommt und die Straßen sauber bleiben, gibt es noch eine Abdeckung, die verhindert, dass das Ladegut das Weite sucht. Die an der Pickup verbaute Schneideinheit sorgt mit den 46 Messern für einen gleichmäßigen Schnitt des Grüngutes. Damit die Messer immer scharf sind, ist auch gleich eine Schleifeinrichtung mit an Bord des Ladewagens. Um für den nächsten Tag wieder gewappnet zu sein, werden anschließend die Messer wieder auf Vordermann gebracht. Im Silo ist ein Fendt 724 Vario Profi Plus mit einem Grüngutverteiler von REC bei der Arbeit.
Hier wird das angefahrene Grüngut ordentlich verteilt und anschließend verdichtet. Der Schlepper ist vor gerade einmal 10 Monaten beim Agrar Többe in den Fuhrpark gekommen und hat bereits jetzt schon 1500 Stunden auf der Uhr. Das meiste davon im Baustelleneinsatz. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Team von Agrar Többe und dem Lohnunternehmen Fürsch GbR für die Einblicke, die wir mit unseren Kameras festhalten durften, und freuen uns, bald wieder einmal dabei zu sein. Möchtet ihr auch eure Maschinen, euren Betrieb oder euer Lohnunternehmen hier einmal sehen, dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach Maschinen oder Betrieben, die wir mit unseren Kameras begleiten dürfen. Und um auch weiterhin keine Videos von uns zu verpassen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Team von Land und Technik.